Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cave Story Plus. Dieses Spiel hier. Hier ist wieder Anke Cavinson von der LP Action. Und in der letzten Folge wurde Tokoro, ich hab den Namen immer noch drauf. Also dieses Hasenvieh da entführt von so einer Zauberin und so einem fetten. Was war das überhaupt? So eine Brotbüchse oder was? Und die wollte uns bekämpfen und wir haben gesagt, nö. Und dann hat sie gesagt, alles klar, ich gehe nach Hause und fresse eine Tüte Chips. So. Wir versuchen jetzt einfach mal zu gucken, wie wir die retten da, diese Tokoro. Und ich beweise währenddessen meine weiteren Vorlese-englische Übersetzungsskills. Des Todes. Oh. Tokoro, das ist der Name. Wurde entführt? Bäh. Nun ist das letzte Mädchen, das noch hier ist, dieses Su. Ja, scheiße, ne? Du bist ja sehr einfühlsam. Vielleicht mal im Sinne von, oh mein Gott, vielleicht wird sie gerettet oder so. Nicht so hier, nur das Rudy, der sieht sich ja voll kacke und so. Egal. Cooler Typ. Ich spring mal, Junge. Bin ich überhaupt ein Junge oder bin ich Mädchen? Was ist das hier überhaupt für ein Typ? Was bin ich überhaupt? Weiß das jemand? Kann er mal in die Kommentare schreiben, was ich überhaupt bin? Jemand, der Bescheid weiß? Ich weiß es nicht. Waren wir hier oben eigentlich schon? Was ist denn hier oben? Ah, hier ist eine Farm. Ach ja, die Farm, stimmt. Oh, das ist vielleicht eine gute Idee, hier hinzugehen. Da war ich ja noch gar nicht. Hallo. Das ist die Farm, wo Pflanzen wachsen. Aha. Meine Arbeit ist, diese Farm zu beschützen. Und wir, Mimiga, hier finden diese Blumen toll für Fressen. Also wir fressen das Zeug. Aber nicht diese roten. Denn ich habe gehört, wenn wir die roten fressen, wird unser Blutdruck nach oben schießen und wir sterben auf einmal. Das ist ja scheiße. Glücklicherweise wachsen gar keine roten Pflanzen in diesem Dorf. Cool, sorry, Bro. So, aber wir müssen mal nach rechts hier, denn das weiß ich noch vom letzten Mal. Hier gibt es nämlich noch mal so ein Energieteil, was uns noch mal ein paar mehr Punkte gibt. So, maximal Leben noch mal um 3 erhöht. Jetzt haben wir 9. Boah, ich bin voll derbe stark jetzt. Ja, Pflanzen, Blumen. Kann ich die auffressen hier? Njam, njam, njam. Njam, njam. Njam, 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 njam. Geht nicht. Schade. Gut, aber ich glaube, wir müssen jetzt nach rechts hier. Hier geht's nämlich weiter, wenn wir hier durchgehen. Hallo. Was? Was hast du gesagt? Tokoro wurde entführt? Das ist ja schrecklich. Wir müssen sofort King entführen vor mir an Dingens. Dem muss ich das sagen. Alles klar, ich gehe so lange da mal zum Friedhof und jag mal diese Pilze des Todes, die hier rumirren. Hallo, Pilze des Todes. Ihr werdet getötet. Mist, den treffe ich gerade nicht. Komm. Autsch. Ah, was ist das für ein Typ? Das ist dieser Dingens von Final Fantasy. Dieser mit diesem komischen Teil. Nur diesmal hat er ein Messer. Ah. Wie hieß er nochmal? Grombrit oder so? Diese komische Schildkröte da. Wow. Die also übelst Damage macht. So sieht er ein bisschen aus. Den kann man nur von hinten erwischen. Also das Messer schützt ihn. Hat wohl übelst Messer-Schussabwehr-Skills. Und der ist so ein Riesenpilz. Wow, da rutscht nach hinten. Tot. So, brauchen wir ein paar mehr XP hier. Ich will mal Level abgehen da. Drop mal ein bisschen was hier. Ja. Flugattacke. Oh, da glitzert was. Hallo, Glitzer. Arthurs Grab. Irgendwas ist darauf geschrieben. Auf dem Stein da. Oh, da stand was. Mist, jetzt habe ich es weggedrückt. Ja, da stand, ich bin Arthur und ich bin tot. So, wir haben den Schlüssel von Arthurs Haus bekommen. Und da oben ist noch eine Tür, da kommen wir aber noch nicht hin. Da brauchen wir wohl irgendwie einen Skill oder eine Fähigkeit, dass wir höher springen können, nehme ich mal an. Also, wird sich noch zeigen, soweit war ich noch nicht, deswegen weiß ich nicht, was da ist. Da hat diese Musik, ey, macht einen sofort happy. Yeah! So, wir müssen jetzt nach ganz unten. Einmal links hier zum Gebäude, da kann man jetzt durch. Yeah, wir haben den Schlüssel eingesetzt. Hallo, jemand zu Hause? Wo sind wir denn hier? Hä? Fragezeichen. Okay, machen wir erstmal hier der Dingens. Lebens auffüllen, speichern und so. So. Hier oben sind irgendwelche Betten. Hallo, Betten. Ach, hier kann ich. Hä, was bringt das denn? Ich kann mich ausruhen? Ah, toll. Wozu soll das denn sein? Da rechts ist sowieso ein Leben auf Ladeteil. Ja, konnte ich mein Leben jetzt auffüllen? Ja, super. Was ist hier unten noch? Irgend so eine Pflanze. Ach, sind das diese roten vielleicht? Keine Ahnung, kann ich nichts mitmachen. Na gut.
Wichtigste ist sowieso in der Mitte, wenn ich da mal hinkomme. So, erstmal nochmal kurz Cheats hier gucken. Ach, kann man gar nicht lesen. Na gut. Hier ist ein Computer. Hallo Computer. Engen Text ist auf dem Bildschirm. Ach, der Kazuma. Aber soweit du weißt, ich werde das irgendwann tun. Also das ging um diese Schabe da fressen. Wollen wir diese Teleportation zum Eierkorridor aktivieren? Ja, aktivieren wir mal. Eierkorridor ist jetzt über den Teleporter erreichbar. Okay, das wird er wohl sein. Das ist ein Teleporter. Ja, Eierkorridor. Teleportieren wir zum Eierkorridor. Ja, machen wir das. Schwupps, Eierkorridor. So. Hallo. Wer bist du denn? Pass auf vor dieses weiße kleine Dings da unten, was immer hin und her sich bewegt. Wenn du es einmal berührst, bist du sofort tot. Oha. Und hier ist so ein komisches, was soll das? So ein Rohrentier sein. Einfach ballern hier. Was wird sauer? Ah! So, abgeballert. Und da ist wieder so ein süßer kleiner Typ. Ich bin so evil. Oh! Es wird böse! Egal, ich bin krass drauf, ich kill's einfach. So, und jetzt sind wir Level up. Das wirkt sich auf jeden Fall auf die Waffe aus, wie man jetzt sehen kann. Jetzt mache ich mehr Schaden und so einen Doppelschuss. Es ist so ein bisschen wie so ein Railroad-Shooter. Also wie diese Flugshooter. So kann man das ein bisschen sehen, so ein Action und Railroad. Ey, da unten ist so ein Lebensteil. Oh, würde ich das schaffen, da hinzukommen? Warte mal, wie schnell bewegt sich das weiße Teil? Ne, es bewegt sich zu schnell. Wahrscheinlich kann man es erst später machen, wenn man schnell laufen kann oder so. So, jetzt mache ich mehr Schaden. Boah, bam, 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 bam. Kleine, fluffelige Typen abknallen, das ist mein Hobby. Ah, nein! Ich will die XP haben. Ah, es schüpft mich tot. Na komm runter da. Wenn du nicht runterkommst, komm ich hoch. Ja, jetzt gehst du runter, ne, du Sack. Ich knall dich ab, Hilfe. So. Und gleich eine Villa-Level ab. Und Jumpshoot des Todes. Yeah, Level 3. Jetzt haben wir noch einen besseren Schuss. Poff, poff, poff. Oh, ich bin wieder Level runter, verdammt. Jetzt bin ich wieder Level up. Okay, wenn man Schaden bekommt, dann levelt man runter, alles klar. Da bist du Monster! Du machst mir keine Angst! Was? Du willst irgendwas vorne oder was? Los, versuch's bloß! Selbst mein großer Bruder hat mich nie besiegt. Poff. Au! Oh, hast mich erwischt! Oh, tut mir leid, tut mir leid! Poff. Pow. Oh. Hä? Wer bist du denn? Poff. Ah. Voll der nette Kerl. Tschüss. Ja. Nette Konversation. Ich guck natürlich zu, anstatt ihn abzuballern, aber was soll's. Gehen wir erstmal hier durch und speichern mal eine Runde. Jo. So, ich habe irgendwas in der letzten Folge, nicht in der Folge, sondern bevor ich das angefangen habe, hier eine Stelle entdeckt. Ich kann mal, wenn man hier schießt, was Unsichtbares findet, nämlich hier ist so ein Herz. Das war echt Zufall. Das können wir auch gut gebrauchen, wir haben nicht mehr für so viel. Hey! Das ist wirklich ungewöhnlich. Du bist doch ein Soldat von der Oberfläche, oder nicht? Wo ist dein blonder Gefährte? Was? Welcher blonde Gefährte? Was? Du hast deine Erinnerung verloren? Hehe. Okay, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie ein Bezug auf ein anderes Spiel ist. Irgendwie so ein Spoof oder so. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir mal versuchen, mal hier... Ich will das Ding auf jeden Fall holen. Ja. So, nochmal eine Lebenskapsel. Jetzt haben wir nochmal plus... Wie viel? Plus 4. Jetzt haben wir 13, ne? Insgesamt. Ich glaube, ja. Warte, ich speichere nochmal. Ich habe das jetzt geholt. Ich will es nicht gleich nochmal holen, falls ich sterbe. Na, da können wir keine Energie hier holen, denn hier gibt's keinen Energieteil. Schade. Aber das kriegen wir schon hin. Vielleicht finden wir ja gleich noch was, wenn wir was killen hier. Kommt hier. Ich baller euch alle ab hier. Da ist noch eins. Und noch eins. Sehr schön. Ich hoffe, es verschwindet nicht. Komm. Ja. Volle Leben. Und weiter geht's in die Action des Abballerns hier. Ich mache euch alle fertig. Also da unten gehe ich nicht hin wegen diesen XP-Teil. Das ist mir zufällig. Komm, spring runter. Spring. Spring. Los. Ja. Komm. Haha, in die Falle. Idiot. Oh scheiße, jetzt bin ich hier unten. Jetzt muss ich aufpassen. Okay, jetzt könnt ihr oben links sehen. Ich habe jetzt Level Max. Das heißt, Max ist im Moment Level 3, das höchste. Aber wenn ich Schaden kriege, verliere ich ja wieder XP, wie es aussieht. Jedenfalls war es vorhin. Oder irgendwelche Monster ziehen mir XP wieder ab. Ich weiß nicht so genau. So tief war ich in dem Spiel noch nicht drin.
Aber man kann natürlich später auch mehr Waffen finden, so wie ich das gesehen habe. Naja, jetzt habe ich eben XP verloren. Und die dann austauschen und wahrscheinlich auch noch leveln. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, was für Fähigkeiten es noch so gibt. Also, ich habe das halt noch nicht so lange gespielt. Oh, was ist das denn? Ist das nur mehr oder ist das was Besonderes? Ich will es haben. Vielleicht gibt es ja Zusatz. Oh nein, bitte, komm. Nein! Oh. Okay, wahrscheinlich ist es einfach nur mehr HP. Ich hoffe es. Nicht, dass es jetzt irgendwie noch mehr, also, HP für ewig gegeben hätte. Was ist das denn hier? Da oben ist eine Truhe. Speichern wir erstmal. So, wieder ein Rechner hier. Ja? Da ist eine Notiz hinterlassen. Ich kann irgendwie nicht näher zum zum Überwachungsraum. Wegen dem Schild. Da sollte es ein Terminal geben, das dieses Schild irgendwo abschaltet. Okay. Oh, hier, guck mal, hier sind die roten Pflanzen. Die haben bestimmt noch später eine Bedeutung. Gehen wir erstmal da oben hin. Das ist eine schöne Schatztruhe. Die können wir natürlich nicht außer Acht lassen. Los, Schatztruhe! Was ist das für ein Blicken gewesen? So, was haben wir denn hier? Oh, Raketen! Raketenwerfer haben wir. Cool. Der Raketenwerfer ist sehr stark, eine sehr starke Waffe. Aber sie hat eine limitierte Munition. Also müssen wir extra Munition sammeln von gefallenen Gegnern. Okay. Wie viel Schuss haben wir denn? 10. So, Flying Dragon Egg Nummer 11. Egg-Test jetzt nochmal. Okay, hier gibt es irgendwie um einen... Ach, um diese Eier. Das sind Dracheneier, die da draußen sind, die nummeriert sind. Und das sind die Rechner, die wahrscheinlich überwachen. Aber die unten sind alle aus. Mal sehen, ob wir die anschalten können. Hä? Das ist eine Wand. Das ist auch eine Wand. So, jetzt machen wir schneller hier. So. Ach, guck mal, die schalten sich an, wenn wir dran vorbeigehen. Oh, da sind zwei irgendwie. Nummer 1 hat einen Fehler. Der Status ist irgendwie unnormal. Muss man genau überwachen. Genau hinschauen halt. Gott. Und Nummer 6 ist auch irgendwie unnormal. Boah, das flackert hier aber auch, ey. Da kriegst du ja Augenschmerzen. Das wollte ich gar nicht. So, gehen wir erstmal wieder in die Mitte. So, ich speichere nochmal vorsichtshalber ganz schnell hier. So. Gut. Ah, Gegner sind wieder da. Sie sind respawned. Da seht ihr, das ist die Nummer. Das ist Nummer I, Nummer 3. Oh, jetzt kommt hier aber was los. So. Okay, da ist wieder so ein Dreier-Dings wahrscheinlich. Ja, es gibt aber nur mehr. Okay. Oh, was ist das denn? Das ist bestimmt eine Rakete, oder? Ich kann mehr als 10 wahrscheinlich gar nicht tragen. Mal gucken, ich will die mal ausprobieren. Wenn ich hier durchkomme. Ja. Boom. Au, 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 au. Oh, ich habe ganz schön XP verloren. Ne, Quatsch. Mit der Waffe hatte ich ja noch gar nicht viel XP. Habe ich mit der anderen Waffe? Ne, da verliere ich nichts. Nur wenn ich die Waffe trage, wie es aussieht. Mal sehen, was passiert, wenn wir die leveln. Der macht wahrscheinlich nur mehr Schaden. Aua! Hör auf, so einen Scheiß auf mich zu droppen. Okay, ich habe kaum noch Munition. Hallo. So, und da ist wohl dieses Schild, was sie meinten, auf der Computernotiz. Komme ich wohl jetzt nicht durch, oder? Nein. Ja, irgendwie muss ich das Ding ausschalten. Und da unten rechts komme ich auch nicht hin, weil das killt mich dann, dieses komische Ding. Vielleicht hat das was mit den Eiern zu tun. Vielleicht muss ich auf eins der schießen. Also, was war das Nummer 6 und Nummer... noch ein anderes. Verdammt, ich guck nochmal nach. Schnell durchrennen, bevor es hochgeht, bevor es hochgeht. So. Also, Nummer 1. Okay. Und das war Nummer 6, ne? Kann man auch hochzählen? Nummer 6, ja. Also, Nummer 1 und Nummer 6 sind nicht normal. Da müssen wir mal gucken, was das bedeutet. Vielleicht hat das eine Auswirkung auf die Notiz. Aber irgendwo soll auch ein Schalter sein, um das Schild zu deaktivieren. Was stand da noch? Ich guck nochmal eben. Terminal. Ja, irgendwo soll ein Terminal dazu sein. Ja, gute Frage, wo ist das Terminal? Egal, wir gucken uns mal Ei Nummer 1 und Nummer 6 an. Und killen werden das nochmal ein paar Viecher hier. Das macht Spaß. Jung, poff. Wir haben immer noch so wenig Raketen hier. Aber da kann man die Raketen gut ausnutzen hier. Bisschen die Waffe leveln hier. Oh, scheiße, keine Munition. Gib mir die Rakete. Mist, komm ich nicht ran. Los! Jo! Ah, da greifen wir gleich wieder an. Ach, Glück gehabt.
Friss meine Raketen, Bitch! Oh, das ging ja voll in die Hose. Wenigstens mal ein bisschen noch leveln die Waffe. So, jetzt ist Level 3. Kann aber leider nicht einsetzen, keine Munition. So, wie komme ich jetzt zu den Eiern am besten? Von links oder von rechts? Na, von links auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, ich schaffe das. Ist das vorbei? Und jetzt! Also, es killt ein Instant, das heißt. So, mal gucken. Kann ich hier was machen? Oh, da kann ich rein! Hä? Cool. Ich brauche eine ID-Card, um das Schild zu... Ah, okay, hier kann man das Schild deaktivieren. Da brauche ich die Karte. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn bei 1 das Dings ist, dann wird wohl bei Nummer 6 die Karte zu finden sein. So, sie nur noch wieder durchkommen hier. Lauf, kleiner Mann! Ich stirb! So, erstmal die kleinen Viecher hier nochmal wegnatzen. So wie es üblich ist. Noch ein bisschen was auf die Waffe skillen hier. Wow! Baller einfach alles weg! Und sammeln wir gleich Raketen mit ein. So, die Rakete 3er Level will ich zum Ausprobieren. Oh, da kommt 3 auf einmal. Bam! Oh, da war noch. Komm. So. So, ein Nummer 6. Da müssen wir jetzt hin. Auf dem Weg killen wir nochmal ein bisschen was hier und sammeln Raketen ein. Da ist Nummer 3. Ja, stirb! Mist, ich hab Schaden gekriegt. Warte mal, ich speichere nochmal. Ich bin so übervorsichtig im Moment. Guti. Ah, respawn wieder. Macht nichts, bin schwach. Ich bin zu awesome. Komm her. Oh, da komme ich so nicht hoch, ne? Da muss ich von da hin. Ah, Mist, da will ich nicht. Nein! Ah, der kann homing. Der kann mich. Der kann nachzielen. Jetzt komm hier. Wow, wow, wow. Naja, toll, da komme ich nicht mehr ran. Egal. Da ist Ei Nummer 6. So, von welcher Seite ist es sicherer? Ich würde sagen, wenn er jetzt da lang geht. So. Ah, sehen wir an. Da ist eine Schatztruhe. Jep, da haben wir die ID-Card. Damit ist dieses wahnsinnig schwere Rätsel gelöst. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder zurückkommen, ohne zu sterben. Das wäre schon ziemlich geil. Oh, lauf! Oh, pff. Mach keinen Scheiß jetzt, Junge! Nein! Oh! Alter, ich war den Sprung versemmelt, ey. Das war echt knapp. So ein Scheiß. Na komm hoch. So. Die Fluffies nochmal killen hier und diesen dicken sonst was Typ. Ach, an die Raketen komme ich nicht. So. Gehen wir nochmal eben schnell zu diesem Terminal hin. Ja, komm mal her, ja, ich baller euch alle weg. Einfach so. Weil ich Bock drauf hab. Ah, vielleicht krieg ich die Raketen. Mal gucken. Yep. Sehr schön. Friss mal Raketen. Ja. Yeah! Oh ja, die ist geil im Level 3. Macht schön Damage. Und auch AOE. So, losrennen. Und rein ins Ei. Oh, noch ein paar Raketen. So. Und bitte Karte einsetzen. Karte eingesetzt. Schild ist entfernt. Ja. Und mit dieser Entfernung des Schildes machen wir erstmal einen Schnitt für diese Folge. Ich bin euer Onkel Kevin. Likes, Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Ich sehe euch in der nächsten Folge von Cave Story Plus. Bis dann.